So, nachdem wir im letzten Part ja unsere erste kleine Prüfung hatten, wird es nun Zeit, dass wir eine neue Monsterart kennenlernen, die sogenannten Tributmonster. Und es geht los. Dieses Kapitel erklärt dir, wie man Monsterkarten liest. Jede Karte hat einen Namen und eine Illustration. Dass es erst jetzt erklärt wird, ist ein bisschen seltsam. Ich habe es ja schon vorher ein bisschen angesprochen, das Ganze. Aber dass es erst jetzt erklärt wird in dem Spiel, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, das sollte man eigentlich sofort erklären, wenn die Monsterkarten da sind. Naja. Hier findet sich die Beschreibung des Monsters. Auf den Karten normale Monster werden die Persönlichkeiten und die Eigenschaften des Monsters beschrieben. Bei anderen Monsterkarten werden hier die von den ihnen hervorgerufenen Effekte und ihr Einsatz im Spiel aufgeschrieben. Also quasi bei Effektmonstern steht hier quasi ein Effekt da. Bei normalen Monstern wie hier steht quasi eine kleine Information zu dem Monster, die eigentlich für das Spiel nicht wichtig ist. Also das ist quasi nicht wichtig, was da steht. Sondern es dient einfach nur aus illustrationischen Gründen. Oh Gott, hoffentlich ist das Wort jetzt richtig. Ja, hier bei Avian ist es zum Beispiel hier ein geflügelter Held, welcher die Kreise durch die Lüfte zieht und den Wind manipuliert. Seine charakteristische Bewegung, Federbrecher, gibt Schurken einen Stoß aus hoher Luft. Das ist eigentlich für das Spiel nicht relevant. Bei Effektmonstern steht wie gesagt hier ein kleiner Effekt dran. Ne? Wie zum Beispiel erhöhe die ATK aller Kriegermonster um 100 oder sowas, als kleines Beispiel. Die Angriffspunkte ATK und die Verteidigungspunkte Death der Monsterkarte sind hier aufgeschrieben. Wie im vorherigen Kapitel erläutert, werden diese Punkte im Kampf eingesetzt. Dass es erst jetzt erklärt wird, ist schon seltsam, nachdem man ja im letzten Part bei der kleinen Prüfung das gebraucht hat, um nicht zu verlieren, ne? Und dass es erst jetzt erklärt wird, ist sehr, sehr seltsam. Also nochmal zur Wiederholung, hier stehen die Angriffspunkte und hier stehen die Verteidigungspunkte dran. So sieht es auch auf den normalen Karten aus, bis auf dass es bei den normalen Karten hier unten steht. Also da, wo die Punkte jetzt steht. Und die Beschreibung, die steht in der Regel hier. Oh, Moment, ich muss mal kurz mein Skype beenden. Kleine Sekunde. So, okay. Jedes Monster besitzt eine bestimmte Eigenschaft. Es gibt 7 verschiedene Eigenschaften, die ein Monster haben kann. Zusätzlich gibt es einige Karteneffekte, die nur auf Monster mit einer bestimmten solchen Eigenschaft wirken. Hier zum Beispiel ist der Elementtyp oder die Eigenschafttyp. Ich sag gerne Element dazu, Element klingt viel besser als Eigenschaft. Hier ist die Eigenschaft oder auch Element, hier bei Avian ist es Wind. Es gibt Feuer, Wasser, Wind, Erde, Finsternis und Licht. Und es gibt noch göttliches Ungeheuer, aber die ist nur auf einer Karte, soweit ich weiß, basiert. Oder vielleicht auf 4, ich weiß es nicht genau, auf 4 Karten vielleicht, Slifer, Obelisk, Ra und die Fusion von den dreien, das glaube ich, sind alle 4 göttliche Ungeheuer, aber die sieht man in der Regel selten, diesen Elementtyp. Jede Monsterkarte besitzt ebenfalls einen bestimmten Typ. Es gibt 22 verschiedene Monstertypen. Hier zum Beispiel bei Avian ist der Typ Krieger, es gibt noch andere Typen wie Insekt, Fels, was gibt's noch? Pyo, Fisch, alles mögliche. Zusätzlich gibt es auch einige Karteneffekte, die nur auf Monster eines bestimmten solchen Typs wirken. Also es gibt zum Beispiel Zauberkarten, die bewirken erhöht die Angriffskraft aller Kriegermonster um 100. Das habe ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, das ist auch so ein Beispiel. Weshalb dieser Kriegertyp eine wichtige Rolle in einem Yu-Gi-Oh! Spiel spielt. Die Anzahl der Sterne zeigt die Stufe des Monsters an. In den vorangegangenen Kapiteln hast du bisher nur Monster der Stufe 4 oder niedriger verwendet. Hier sieht man die Stufe. In den Originalkarten sind hier einzelne Sterne angezeigt. Also hier werden zum Beispiel in den Originalkarten würde man hier 3 Sterne sehen. Hier in dem Spiel ist es halt so, dass man hier eine Zahl sieht, aber in den Originalspielen, also wenn ihr normale Karten benutzt, dann seht ihr hier 3 Sterne. So eingraviert in der Karte und nicht diese 3 als Zahl dann nebenzu. Ja. Und man kann alle Monster sofort spielen, die unter Stufe 4 haben. Wenn man ein Monster allerdings hat, was Stufe 5 oder 6 hat, muss man mindestens ein Monster als Tribut opfern. Hierbei spricht man von einem sogenannten Tributmonster.
Wenn du ein Monster auf deiner Seite des Spielfeldes opferst, also das Monster, was dann geopfert wird, landet auf dem Friedhof. Und wenn man das dann macht, dann spricht man von seiner sogenannten Tributbeschwörung. So, dann tun wir mal eine Tributbeschwörung durchführen. Ja, wir haben hier mehrere Tributmonster zur Auswahl. Wie ihr sehen könnt, haben alle Monster über Stufe 4, das heißt, man muss ein Monster als Tribut anbieten. Ja, es ist wieder die Sprechblase im Weg. Auffallend ist hier dabei, dass diese Monster alle eine höhere ATK haben als die vierstufigen Monster oder niedriger. Und zwar ist die Angriffskraft und Verteidigungskraft bei den meisten Tribut-Monstern meistens über 2000. So, als kleines Beispiel. Gut, welches spielen wir denn? Ich würde sagen, wir spielen mal den hier. Herbeigerufener Totenkopf. So, wir beschwören ihn einfach mal. Wir müssen ein Monster als Tribut anbieten, also abgeben und auf dem Friedhof spielen. Opfern halt, ein Monster auf dem Friedhof müssen wir jetzt legen. Ihr seht jetzt hier die Angriffskraft. Die ist sehr hoch im Vergleich zu den Monstern, was wir vorhin begegnet sind. Hier beträgt die Angriffskraft 2500, also das ist schon ordentlich. So, wir bieten jetzt unseren, was ist das, Soizu? Ja, Soizu liegen wir jetzt auf dem Friedhof. Und wir führen eine Tributbeschwörung durch. Um ein Monster zu beschwören, das Stufe 7 oder höher besitzt, musst du zwei Monster als Tribut opfern. Na, also alle Monster, was über Stufe 7 hat, von Stufe 7 bis 12 muss man zwei Monster opfern. So, wir werden es jetzt durchführen. Wir haben hier wieder ein paar neue Tributmonster. Die sind allerdings über Stufe 7. Na, da sind auch manche recht bekannt, wahrscheinlich aus der TV-Serie. Der Weiße Drache oder der Schwarze Magier zum Beispiel. Da ich ein großer Fan von Kaiba bin, spiele ich jetzt einfach mal den Weißen Drachen. Einfach mal so. Ihr seht, eine Angriffskraft von 3000, das ist schon sehr mächtig. Und eine Angriffskraft von 3000 ist in einem Yu-Gi-Oh!-Spiel schon sehr, sehr stark. Gut, wir bieten jetzt Soizu und Aizu als Tribut an. Wir müssen zwei Monster als Tribut abgeben, um eine Stufe 7 Monster zu spielen oder drüber. Ja, und so macht man eine Tributbeschwörung. Man muss einfach ein Monster vom Spielfeld auf dem Friedhof legen. Also merken, wenn ihr ein starkes Monster über Stufe 4 habt, dann müsst ihr mindestens ein Monster opfern. Also von Stufe 5 bis 6 müsst ihr eins opfern, ab Stufe 7 müsst ihr zwei Monster opfern. Es gibt keine speziellen Regeln dafür, welche Monster als Tribut geopfert werden können. Jedes Monster kann als Tribut geopfert werden, egal ob es verdeckt oder offen liegt, sich in Angriffsposition oder Verteidigungsposition befindet. Ach ja, und hierbei spricht man auch von einer Normalbeschwörung. Also das ist eine Tribut- und gleichzeitig auch eine Normalbeschwörung. Man kann also, nachdem man eine Tributbeschwörung gemacht hat, kein anderes Monster mehr als Normalbeschwörung machen, weil dieser Zug, der zählt ja als Normalbeschwörung auch, weil man ja ein Monster von seiner Hand spielt. Okay, lass uns rekapitulieren. Wie viele Eigenschaften von Monstern gibt es? Also Element quasi. Es müssten 6 sein oder 10 ist ein bisschen übertrieben. Eigenschaften, das ist doch der Typ, oder? Ich mache jetzt mal 22. Oh, da blamier ich mich jetzt aber. Sind es 7? Ah ja, dann war es hier das Element. Also Eigenschaften ist hier Element. Ich sage immer gerne Element, deswegen war mir der Begriff Eigenschaft gerade so unbekannt. Okay, Monstertypen, das ist klar, das ist dieses Drache hier zum Beispiel. Das sind die 22. Für Monster welcher Stufe muss ein anderes Monster als Tribut geopfert werden, wenn du sie beschwören möchtest? Ist es Stufe 4 bis 6, ist es Stufe 5 bis 6 oder Stufe 7 und höher? Also ein Monster als Tribut. Die Lösung ist Stufe 5 bis 6, da muss man ein Monster als Tribut. Jetzt kommen wahrscheinlich die mit zwei Tributen, genau. Für Monster mit zwei Tributen muss man da, wann muss man Monster opfern? Ab welcher Stufe muss man zwei Monster opfern, sagen wir es mal so. Ist es Stufe 4 bis 6, ist es Stufe 5 bis 6 oder ist es 7 oder höher? Die Lösung ist 7 oder höher. Ab 7 oder höher muss man zwei Monster als Tribut opfern. Welche Monster können als Tribut geopfert werden? Ist es jedes beliebige, normale Monster oder ein Monster niedriger Stufe?
Das ist eigentlich egal, welche Monster geopfert werden können. Jedes beliebige reicht aus. Man kann also auch Tributmonster opfern, um ein Tributmonster zu spielen, beispielsweise. Gut, das war's auch schon. Im nächsten Part schauen wir uns das an, wie es in der Praxis aussieht mit Tributmonstern. Also, bis dann. Ciao.